Eigentlich ist es noch gar nicht so lange her, dass Conchita Wurst für Österreich den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Im Mai überzeugte sie in Kopenhagen mit ihrer Ballade Rise Like a Phoenix. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den ESC im kommenden Jahr. Den richtet traditionell das Siegerland, also diesmal Österreich, aus. Wo genau die Musikgala dann steigen wird, steht aber noch nicht fest. Ich persönlich würde mir wünschen, dass er in Wien wäre. Das würde ich mir wünschen, weil es ist auch ein Jubiläum. Und ich denke da auch aus praktischen Gründen, ich weiß nicht, ob da jetzt viele aufschreien werden, aber ich denke jetzt zum Beispiel an die Hotelkapazität. Finde ich, es hat Wien schon mal gute Voraussetzungen. Nur noch drei Städte sind laut österreichischem Rundfunk ORF im Rennen. Als Austragungsort für den 60. ESC kommen neben Wien auch Graz und Innsbruck in Frage. Ob die österreichische Drag Queen den dann selbst moderiert, ist auch noch unklar. Conchita Wurst hatte sich nach ihrem Sieg in Kopenhagen zumindest schon mal selbst angeboten. Ja, ich habe mir gedacht, bei einer internationalen Pressekonferenz kann man das ruhig mal fallen lassen. Da saß ja auch die Fernsehdirektorin Kathi Zechner neben mir. Und ich habe das gesagt. Und dann habe ich zu Kathi gesagt, das wäre jetzt peinlich, wenn du Nein sagen würdest. Und sie meinte dann, wir sprechen noch. Wie lange die Gespräche zum Austragungsort noch dauern werden, ist erstmal nicht klar. Grundsätzlich hieß es bisher immer, dass der Ort noch vor August feststehen soll. Bis zum Ausschreibungsende am 13. Juni hatten sich insgesamt 12 Interessenten beworben. Jetzt sind noch drei im Rennen. Die Chancen, dass es am Ende Wien wird, stehen also nicht schlecht.